Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Guide. Es ist ein neues LMG da, das Finn-LMG. Kurz vorweg wieder die Extras und, alles, was um die Guide herum handelt, ja, KED gegen Explosionsschaden, C4 etc. Overkill, damit ihr zwei Primärwaffen mitnehmen könnt, eifrig für den schnellen Waffenwechsel. Heartbeat für die Gegner, damit ihr sie sehen könnt am Anfang. C4 ist C4. Ja, das Schmuckstück. Das Herz, meine Seele, die AX50, hat sich nichts geändert. Normalerweise mit variablem Zoom. Momentan mit ZV-Griff. Vielleicht lasse ich den aber sogar dran. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich werde den dran lassen. Und jetzt, Leute, checkt das Ding ab. Um das Ding freizuschalten, ja, um das Finn-LMG freizuschalten, müsst ihr in 7 verschiedenen Runden einen Nahkampfangriff, einen Nahkampf-Kill machen. Mit einem LMG in der Hand. Nehmt euch eine Bruen. Keine Ahnung, lauft mit der Bruen in der Hand rum, macht einen Nahkampfkill, quittet die Lobby und das 7-mal. Ja? Und wenn ihr das Ding freigeschaltet habt, Halleluja, ihr habt keine Vorstellung, was für Varianten es alles gibt. Ihr habt so viele verschiedene Läufe, die euch die Schussrate erhöhen, Reichweite, ZV-Geschwindigkeit, aber super viele mit Schussrate. Es ist krank. Wir spielen das Ding aber so. Monolith schaltet einfach drauf und wir haben halt 7 verschiedene Läufe. Man weiß nicht, man muss testen, was ist das Krasseste. So viel Potenzial, so viele verschiedene Verbindungsmöglichkeiten, so das ist krass. Das wird lange dauern, alles mal zu testen in verschiedenen Kombinationen, weil einfach so viele da sind. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall den Pro-Twist damit. Kugelschnelligkeit und eben Schussrate. Also Schussrate wird wirklich extremst erhöht. Den taktischen Laser, den Kettensägen schafft, Präzision aus der Hüfte, Sprinten zum Feuertempo und Bewegungstempo. Das Ding ist halt, das ist ein Nahkampfbiest. Ja? Kettensägenaufsatz. Sieht auch krass aus dazu. Und eben Fingerfertigkeit für schnelle Nachladen. Da kann man auch aber irgendwas anderes reinnehmen. Visier braucht man nicht, weil das eben diesen Griff einfach verdeckt wird. Es ist ein Nahkampfbiest. Es ist ein absolutes Nahkampfbiest und deswegen schmeckt mir das Ding, weil ich im Nahkampf immer gesackt habe. Aber das ist halt eine Waffe. Da muss man halt erstmal rausfinden, welche Aufsätze muss man spielen. Ja, das ist halt das Ding. Man muss erstmal wissen, welche Aufsätze spielt man. Man kann so viele verschiedene Aufsätzen-Kombinationen nehmen. Entweder spielst du das Ding ohne diesen Kettensägen-Dings und spielst es halt eher als LMG auf Range. Oder du nimmst das Kettensägen-Ding mit rein und spielst es dann aber mit einem der 8 verschiedenen Läufe. Ganz kompliziert und mir persönlich sogar zu kompliziert. Ich spiele einfach meine entspannte Grau, meine entspannte 13, meine entspannte M4 oder so, dann ist das Ding im Kasten, weißt du? Aber jetzt diese 50 verschiedenen Varianten, wie man das hier spielen kann, da raucht mein Kopf einfach nur. Ja, Backfisch, danke, meine Rede, meine Rede. Ich blick da nicht durch. Keine Ahnung, was das da alles ist, Mann. Wir testen das Ding jetzt mal als Kettensägenaufsatz. Digga, was? Also. Feindliche Drohne über uns. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Nein, 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 nein. Keine Ahnung, Digga. Was sind das für Kills? Hat ein Mod mal einen Clip? Für diejenigen, die weggeguckt haben, diese 1 Millisekunde? Mal wieder. King Kong, I have a ding dong. Whoop! Wie ist das neue LMG? Ich snipe halt die ganze Zeit. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Okay. Ist okay, witzig auf jeden Fall. Witziger Schießmechanismus. Das muss ich sagen, witziger Schießmechanismus. Gewöhnungsbedürftig, aber ist okay. Aber als OP würde ich die Waffe jetzt nicht nehmen. Da wird doch geschudet, wird er doch, du. Geschudet wird er doch, du.
Wir laufen mal außenrum, würde ich sagen. So, unter mir, ne? Oben und unten. Digga. Was wirft der für ein C4, Mann? Das übelste Prezi-C4. Wieso lebe ich? Das Gas verbrennt. Schnell in die neue Sicherheitszone. Ich weiß nicht, wie ich noch leben kann. Keine Ahnung. Alter, okay, ich hab mich geirrt, Leute. Das Ding ist fucking broken! Das Ding ist broken im Nahkampf! What? Wieso fehlt der halbe Herz? Ich weiß es nicht. Ich glaube wegen der Kettensäge. Ja, guck mal. Digga, wie krank ist das Gerät? Leute. Was habe ich hier für ein Gerät in der Hand? Für ein mächtiges, mächtiges Gerät. Das fetzt ja alles im Nahkampf. Na gut, Stein, ich sag mal, dass die Waffe hier, die ist halt auch nur wirklich im direkten Nahkampf gut, ne? Wenn der Gegner schon einen Meter zu weit weg ist, killt er dich halt komplett. Muss man da wirklich sagen. Du bist doch close, Brudi. Du bist doch close. Leute. Wieso wird er mir so weit hinten so weit vorne angezeigt? Der ist im Tunnel. Mein Fehler. Der ist im Tunnel. Alles klar. Keine Panik. Auf der Titanic. Er ist im Tunnel. Der Tunnel hat mich verwirrt. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Feindliche Drohne über uns. Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Das Witzige ist, eigene Umstinkslaschi. Ich habe gerade heute einen YouTube-Comment bekommen, was für ein dreckiger Bastard ich bin, dass ich einfach... Oh mein Gott, diese Waffe! Nee. Zwei Leute campen auf demselben Dach? Zwei Leute campen auf demselben Dach? Okay, Digga. Er sieht aus, als hätte er Spaß. Eben das Seine. Eben das Seine, Mann.